zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 2 Claire B-Run. So, wir haben jetzt ein oberes Stockwerk vor uns zu erkunden und ich freue mich drauf. Oh, Kraut, das packen wir auch noch schnell in die Kiste, ne? Das lassen wir hier nicht stehen. Wenn die schon direkt vor einen Safe Room... Ich verstehe dann manchmal nicht, warum sie das Zeug nicht gleich in den Safe Room packen. Machen sie manchmal ja auch, ne? Dann kann man es gleich schön in die Kiste einräumen. Aber mein Gott, was soll's. Okay, gehen wir nochmal rein in die gute Stube. Und packen nochmal unsere beiden Heilkräuter rein. Heilungstechnisch sieht es auch schon wieder ganz gut aus. Ich würde mal sagen, machen wir es mal so. Machen wir mal oben Schlüssel-Items, dann Heilung, dann Waffen. Ich lasse mal einen Platz frei dazwischen. Gut, genau. Feuerzeug nehme ich mal mit, weil ich weiß nicht mehr, ob und wo wir das nochmal brauchen. Ich glaube ehrlich gesagt fast nicht, aber ich habe es mal lieber dabei. Wir haben genug Inventarplätze frei. Die roten Edelsteine brauche ich erst, wenn wir zurückgehen in den roten Edelsteinraum. Da ist direkt davor dieses Sekretärinnenbüro. Und da, ja, genau. Diese Stelle hier, ne, mit dem Safe Room unter der Treppe und dann die Treppe hoch in den zweiten Stock, da muss ich immer so stark an Resident Evil, an Resident Evil 1 halt einfach denken, wo es irgendwie gefühlt exakt die gleiche Passage gibt. Mit dieser Ecktreppe, nur dass dann der Flur oben halt anders aussieht. Aber da fühle ich mich so zurückerinnert irgendwie. Finde ich cool. Das ist fast so wie so, wie so eine kleine Referenz für mich, wie so ein kleines Easter Egg oder so, weiß auch nicht. Fühlt sich so vertraut an, aber ist doch ganz anders. So, jetzt. Wenn die mal wirklich Resident Evil verfilmen, in gut und in originalgetreu vor allem und so weiter, dann möchte ich, dass sich die Schauspieler und Schauspielerinnen genauso bewegen wie hier im Videospiel. Ich möchte, dass die dann immer an der Stelle stehen bleiben und irgendwie sich 80 Grad drehen, einen Schritt nach vorn, wieder drehen, einen Schritt nach vorn, wieder drehen. Ne? So muss das sein. Nee, Quatsch, das natürlich nicht. Das ist eine Kleinigkeit aus den Originalspielen. Die muss wegen mir nicht unbedingt in guten Filmen adaptiert werden. Meint ihr, wir kriegen irgendwann mal wirklich eine gute Resident Evil Serie oder Filmreihe? Ich habe die Hoffnung ehrlich gesagt schon aufgegeben. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Hoffnung aufgegeben. Ich glaube halt einfach, wisst ihr, es gibt, wie soll ich sagen, es gibt Firmen, ich meine, letztendlich wollen alle Geld verdienen, ist klar. Aber manchen Firmen ist Prestige wichtiger, damit man auch den Wert von einer Marke erhöht und das Vertrauen irgendwie an die Kundschaft und so weiter und so fort. Und manchen Firmen ist da eher so das Ausbluten lassen, bis man ordentlich Kohle in den Kassen hat, wichtiger. Und zum Glück scheint Capcom bei den Spielen schon auch auf Prestige zu achten, ne? Das ist denen da wichtig. Aber bei den Filmen, wenn die filmische Auslagerungen machen, geht es einfach nur drum, yo, wie viel Kohle? Leon. Was ist mit den Kohlen? Ich meine, die Resident Evil-Reihe hat viel Geld verdient, ne? Und erfolgreich ist halt leider nicht gut. Unbedingt. Das hängt nicht zusammen. Hat nichts miteinander zu tun. Chris' Tagebuch. Ja, haben wir auch schon gelesen. There's no reason for us to stay any longer than necessary. Let's split up, look for any survivors and get out of here. Right. Right. One last thing. Here's a radio. Take it. That way we can keep in touch if anything happens. That way we can keep in touch if anything happens. That way we can keep in touch if anything happens. Okay, ich glaube, er hat seinen Punkt gemacht.
Aber Leon, Video killed the radio star. Was will ich mit dem Radio noch? Wir haben die Armbrust. Wir haben die Armbrust. Was? Ich will an die Erste-Hilfe-Box, nicht die Kartons. Hat Leon etwa das Heilspray geklaut und wir kriegen es jetzt nicht mehr? Leon, du Arsch, nimmst dir die doppelte Tragetasche. Ein Bild eines jungen Mannes. Das ist wahrscheinlich ihr Freund. Der Schreibtisch ist schlecht organisiert und unordentlich. Wahrscheinlich widerspiegelt das die Persönlichkeit. Dass Claire dann nicht, das nicht erkennt, schon allein die Jacke, ne? Schon allein an der Jacke sollte sie doch hier ihren Bruder erkennen. Das haben sie Chris so ein bisschen weggenommen aus seiner Persönlichkeit, dass er so ein unordentlicher und, wie soll man sagen, anti-autoritärer Rabauke ist, ne? So ein Draufgänger. Und das ist natürlich Barrys Laden. Laden? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich finde, das Beste ist wirklich dieser Fisch an der Wand. Das passt so zu Barry. Genauso stelle ich mir Barry vor. Naja, müssen wir jetzt hier in den Schreibtisch wieder 50 Mal durchsuchen? Ich versuch's mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich bin gespannt, ob sie auch was kriegt. Gucken wir mal. Ich weiß es wirklich nicht. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ich muss leider mitzählen, weil sonst weiß ich nicht, wann wir bei 50 sind. Ich kann es nicht einschätzen. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, die 45, 46, 47, 48, 49, Zusatzzahl 50. Nein. Sie kriegt im Film tatsächlich auch... Ach was, ist das gleiche Foto? Wahrscheinlich, aber das will mir trotzdem entwickeln. There are various trophies. One reads Mark Man Contest Winner Chris Redfield. Yep, Chris Redfield kann schießen. Ich glaube, das haben sie... Ich glaube, das haben sie in Resident Evil 2 auch nur deswegen eingebaut. Damit Chris nicht ganz so nutzlos und schlecht wirkt wie im ersten Teil. Oh oh, ein Fax kommt gerade rein. Ich dachte, die haben jeden Kontakt zur Außenwelt verloren. Wo kommt jetzt das Fax her? Federal Police Department. Interne Investigationen. Report. Mr. Chris Redfield, Raccoon City Police Department, Stars Division. Ihrer Anfrage nach haben wir eine interne Untersuchung gestartet mit folgenden Informationen, die wir herausgefunden haben. Betreffend des G-Virus, der sich aktuell bei Umbrella unter Entwicklung befindet. Bisher ist es unbestätigt, dass der G-Virus infiziert. Wir werden unsere Untersuchungen fortsetzen. Zweitens, betreffend Mr. Brian Irons, dem Chief der Raccoon City Police Department. Mr. Irons hat eine große Summe an Fördergelder und Bestechungen. Okay, das klingt ziemlich, als hätten die schon voll die Beweise für Umbrella von Umbrella Incorporated in den letzten 5 Jahren erhalten. Er ist wahrscheinlich involviert, das Ganze mit der Menschen und dem Labor und so weiter zu vertuschen. Verzeihung, another incident in which Umbrella appeared to have, also ein anderer Vorfall, in dem Umbrella scheinbar auch direkt involviert ist. Mr. Irons wurde unter Arrest gestellt, wegen Verdacht auf Vergewaltigung in 2 verschiedenen Fällen während seiner Jahre an der Universität als Student.
er ist psychologische Gutachten durchlaufen und er hat ein phänomenales akademisches Standing und deswegen hat er trotzdem so hohe Posten bekommen. Genau. Aber auch deswegen ist extreme Vorsicht geboten, wenn man sich mit ihm anlegen will. Jack Hamilton, Security Chief, Internal Investigations, United States Federal Police Department. Aber dass die jetzt Irons untersucht haben auf Anfrage von Chris, macht ja Sinn. Aber warum haben die überhaupt Umbrella, wenn die Internal Investigations sind, warum forschen die dann den G-Virus oder ermitteln die dann gegen Umbrella? Das macht doch nicht die Internal Investigation. Aber gut, mir wurscht. Okay. So. Geholfen. I helped. Okay, aber Sherry, bevor ich zu dir komme, muss ich noch mal kurz in den Speicherraum. Wir müssen ein bisschen Platz im Inventar machen. Ich will nämlich unbedingt das Foto mitnehmen und entwickeln. Es ist wahrscheinlich dasselbe Foto, ne? Mir wäre nicht bekannt, dass es dann noch ein zweites geheimes Foto gibt. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass auch Claire das ziemlich creepy Rebecca-Foto, das Wesker da heimlich in seinem Schreibtisch aufbewahrt, bekommt. Wesker, ey. Okay. Wisst ihr, ein größenwahnsinniger Irrer sein, der die ganze Menschheit auslöschen will und mit seinem Supervirus irgendwie ultimative Lebensform zu erschaffen, ist eine Sache. Ist schon kritisch, ne? Kann man schon kritisch betrachten, ohne Frage. Aber einer jungen Angestellten irgendwie mit ne, creepy Fotos von der machen und das ist auf einem anderen Niveau weird und ekelhaft. Das ist für mich das eigentliche Problem. Das ist für mich der eigentliche Grund, warum Wesker problematisch ist. So, holen wir schnell das Foto und entwickeln es. Nur der Vollständigkeit halber. Treppe, Treppe, Treppe. Laufen, laufen, laufen. Laufen, 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 laufen. Tür. Tür, habe ich gesagt. Und dann nochmal laufen, laufen, Tür. Laufen. Foto. Laufen, Tür. Laufen, Treppe, Treppe, Tür. Entwickeln. Das ist jetzt, Spoiler, das sind die nächsten paar Minuten in dem Spiel. Oh Gott, oh Gott. Okay. Nein, warum kriege ich das Foto nicht mehr, oder was? Oh nein, muss ich jetzt nochmal 50 Mal klicken? Ich hoffe doch nicht. Oder habe ich meine Chance vertan? Beim letzten Mal hat es funktioniert im Hauptgame, ne? Da haben wir es bekommen. Aber ich habe es sicherlich im Inventar. Ich bin nicht bescheuert, oder? Nee. Also doch, doch, ich bin schon bescheuert grundsätzlich. Aber in dem speziellen Fall jetzt nicht. Insofern, wo sind wir denn jetzt? Wahrscheinlich bei 12 oder so. Sagen wir mal. 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Na guck, da haben wir schon. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Fototrain ist gerade in Claires Inventar eingefahren. Bitte halten Sie Abstand und steigen Sie ein.
nachdem Sie Abstand gehalten haben. Nicht gleichzeitig, denn das wird schwierig. Wenn Sie es irgendwie schaffen, Abstand zu halten und trotzdem einzusteigen, wäre das der Idealfall. Ich halte es allerdings für ziemlich unwahrscheinlich, dass irgendjemand eine Lösung für dieses philosophische Problem findet. Diese beiden Konzepte, die so unvereinbar scheinen, doch miteinander zu vereinen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt mit dem Fototrain. Hallo? Ja, jetzt. So müssten Durchsagen am Bahnhof sein. Ich finde so Bahnhof, ohne Scheiß, ich verstehe meistens kein Wort. Bahnhofdurchsagen sind das Nutzloseste und Sinnloseste, was es gibt, weil das Einzige, was man davon mitnehmen kann, ist, dass wohl irgendwas irgendwie ist. Keine Ahnung. Aber ist was Gutes, ist was Schlechtes, verspätet sich was, betrifft es mich, man weiß es nicht. Man versteht eigentlich immer nur so. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Großartig. Ich bedanke mich herzlich für diese tolle Information, Herr Bahnhof, Stimmenperson. Könnten die da vielleicht mal ein neues Audiokonzept irgendwie sich überlegen oder so? Come on. Ich glaube auch, die sagen da gar nicht wirklich was. Die machen sich wahrscheinlich einen Scherz drauf. Wahrscheinlich reden die wirklich Kauderwelsch. Wahrscheinlich machen die wirklich im Mikro an, auch wenn ihnen langweilig ist, ne? Länger nichts passiert und dann sagen sie: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ribberabtka, Snabberab und der Schneedendröndet. Rabberabab, Libidibu. Auf Wiedersehen. So ungefähr läuft das wahrscheinlich. Und dann lachen sie heimlich in ihrer Kabine. Die Mystery Door. The knob turns, but the door won't budge. It seems to be sealed from the other side. Seal it from the other side. So, cool. Haben wir jetzt gleich mal irgendwie 5 Minuten oder so damit verbracht, dass wir das blöde Foto holen und dahin bringen. Und Sherry ist mittlerweile wahrscheinlich gefressen worden. Naja, kann man nichts machen. Man muss Prioritäten setzen, finde ich. Ist da drin Licker? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal Säuregranaten in die Hand, vorsichtshalber. Nein, ein Rudel wilder Zombies. Nehmen wir dafür mal die Armbrust. Bam. Die Armbrust ist schon auch ziemlich geil, oder? Weil die auch einfach 3 Pfeile schießt. 3 Projektile. Und die hauen auch noch ordentlich rein. Das war jetzt wahrscheinlich so eine Pfeilverschwendung, aber es hat ziemlich Spaß gemacht. Muss ich schon sagen. Also, schon allein dafür, dass es so lustig war, war es doch keine Verschwendung, ne? Es war keine Verschwendung. Es war vielleicht nur ressourcenspartechnisch nicht das Allerklügste. The door is nailed shut. It doesn't look like it, I can pass through. Ja. Okay, Leute. Das ist die Mystery-Tür. Das ist die Mystery-Tür. Man muss einfach nur mal auf die Karte gucken. Das ist die große Mystery-Tür. Ich wusste es wirklich auch nicht. Die Frage wurde oft gestellt im Chat, in den Kommentaren, aber das ist sie. Das ist die andere Seite von der Mystery-Tür im Statuenraum. Easy beantwortet. Hier geht sie rein. Die ist einfach nur zugenagelt und da ist ein Loch unten. Ich weiß nicht genau, warum man von der anderen Seite irgendwie scheinbar roten Teppich sieht, ne? Den man hier offensichtlich nicht sieht. Aber das ist die Antwort. Die geht einfach hier in den Flur. Cool. Bin ich froh, dass wir das Mysterium auch lösen konnten. Oh Gott, Kater, hast du mich gerade erschreckt, ey. Oh. Leons Sicherungskastensystem hat nicht sehr lange gehalten. Naja, betrifft uns jetzt gerade hier gar nicht zum Glück. Gucken wir uns mal schnell um, was wir hier mit ihr finden. None of these books matter to me.
Oh, jetzt habe ich mir wieder mit rotem Kraut das Inventar zugemüllt, ne? Und jetzt kann ich wieder irgendwas Wichtiges nicht nehmen, weil wir rotes Kraut haben. Akata ist gerade ungünstig. Bitte nicht auf die Tastatur treten oder irgendwie andere Knöpfe. Danke. Tschüss. So. Wo gehen wir hin? Bücher, mehr Bücher, noch mehr Bücher. Brechen wir mit ihr auch durch den Boden? Ach nee, ah doch. Okay. Ups. Das sieht schmerzhaft aus, so wie sie gelandet ist. Auf dem Knie, ne? Auf dem Knie und dann noch so in die Holzsplitter rein. Eieiei. Unangenehm. Also, zwischen blau-rot, rot-blau, rot-blau, blau-rot. Arrangieren wir mal die Bücherregale. Kater, du kannst jetzt hier nicht kommen. Es tut mir leid, Kater, wir können nachher gleich kuscheln. Der ist gerade sehr schmusebedürftig, der Kleine. Also der große Kleine. Also unser jüngster Kater ist der absolut riesigste Kater ever. Sehr flauschiger Kater. Der hat Wildkatzenvorfahren tatsächlich irgendwie noch in sich. Da, 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 da. So, was haben wir da? Ouroboros. Oh, ich kann keine Items mehr carryen. Genau das habe ich befürchtet. Ich kann nichts nachladen, ich kann nichts kombinieren, ich kann nichts machen. Ach, blödes rotes Kraut. Aber rotes Kraut ist schon auch wertvoll. Ich will hier meine Ressourcen nicht unnötig verschwenden. Gehen wir zurück in den Speicherraum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist ja nicht so weit. Aber ich gehe halt jetzt ungefähr zum fünften Mal oder so. Ich würde ja sagen, dass wir dann im Speicherraum für heute Schluss machen, aber machen wir jetzt noch nicht, weil das ist jetzt die letzte Folge. Ich habe mich in der letzten Folge am Schluss verrechnet. Das ist die letzte Folge, bevor wir wieder streamen. Also das hier wird wahrscheinlich, oder? Das wird, wenn ich mich nicht verrechnet habe, wird das die Montagsfolge und dienstags geht ja dann immer keine Folge mehr online, weil sonst die Zeit zu knapp ist, dass man die noch schnell irgendwie guckt, bevor dann abends das Stream losgeht. Das verstehe ich, dass das blöd ist. Deswegen kommt ja dienstags keine mehr. Das heißt, ich nehme das jetzt aber halt schon vorzeitig auf. Das heißt, bis ich wieder streame, habe ich wahrscheinlich vergessen, dass in der Bibliothek noch das Ouroboros-Zeichen liegt. Deswegen holen wir das jetzt noch auf jeden Fall. Machen wir ein bisschen Überlänge. Ein bisschen Überstunden heute. Über Minuten. Grünes Kraut, du bist ja eigentlich cool und so, es ist ja alles gut. Ich packe jetzt auch mal die Armbrust weg, weil die hat eh nur noch 3 Schuss und bis wir da nicht nachgeladen haben, reichen Pistole und Säuregranaten. Würde ich mal sagen, dann packen wir das ja auch noch rein. Der Xbox-Controller ist so laut, oder? Den hört ihr höchstwahrscheinlich im Hintergrund die ganze Zeit voll laut klackern. Aber der ist auch, der hat so laute Knöpfe. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich an dem neuen Xbox-Controller von der Series-Reihe nicht mag. Der ist zu laut. Der ist mir einfach zu laut. Selbst mit Kopfhörern höre ich die ganze Zeit die Tastendrücke. Aber den PlayStation 5-Controller mag ich auch nicht. Weil ich, ist vielleicht nur mein Problem, aber ich komme dauernd ständig an die Trigger. Versehentlich. Ich drücke ständig dauernd versehentlich vor allem den rechten Trigger, wenn ich den Controller einfach nur normal halte. Ich weiß nicht, ob das ein generelles Problem ist. Aber ich finde, die gehen zu weit raus. Finde ich auch nicht optimal. Wen ich wirklich eigentlich ziemlich perfekt finde, was Controller angeht, ist tatsächlich der Pro-Controller von der Switch. Der ist absolut basic. Kein fancy Zeugs. Hat nur das Nötigste. Und funktioniert einfach perfekt. Also den mag ich sehr gerne. Super angeordnet, hat alles, was man braucht. Ich bin kein Fan, ehrlich gesagt, von den 3D-Stick-Tasten, dass man die so reindrücken kann für irgendwelche Mechaniken. Das wird zum Glück auch in modernen Spielen eher für Funktionen genutzt, die man selten braucht. Aber ich habe manchmal das Problem, wenn ich sehr intensiv in eine Richtung lenke mit manchen Controllern, drücke ich versehentlich diese Tasten. Das ist auch nicht optimal. Also da bin ich auch kein Fan davon. Aber ja,
Finde ich eigentlich gut. Und Steam Deck, ne, das ist jetzt kein Controller, aber Steam Deck ist auch sehr gut. Die haben auch in ihrem Controller alles richtig gemacht. Dieses Touchpad da, ist jetzt nicht unbedingt meine präferierte Steuerfunktion, aber auch manchmal macht das Touchpad Sinn. Zumindest nutzen das manche Spiele ähnlich wie das PlayStation Touchpad, dass man sagt, hier nach oben wischen, nach unten wischen, nach links oder rechts wischen, hat verschiedene Funktionen, kann man von mir aus machen. Aber ja, weiß ich jetzt auch nicht. Finde ich auch nicht super wichtig oder super gut, aber ist voll okay. Aber ja, sowohl den Xbox Series als auch den PlayStation 5 Controller finde ich beide nicht perfekt. Leider. Ich fand den PlayStation 4 Controller sehr viel besser als den PlayStation 5 Controller. Liegt besser in der Hand, fühlt sich besser an, hat bessere Tasten und ich habe nicht das Schultertastenproblem. Außerdem, da bin ich wieder bei meinem PlayStation 5 Rant, aber es ist halt einfach wirklich so. Was soll ich euch sagen, Leute? Ich lasse euch nur an meinen Erfahrungen teilhaben. Von meinem ersten PlayStation 5 Controller, der jetzt auch noch keine 3 Jahre alt ist, ist die rechte Schultertaste schon sehr ausgeleiert. Bei der funktioniert auch dieses Force-Feedback-Dings da nicht mehr. Also, nee. Meine Erfahrung ist wirklich, dass die PlayStation 5 qualitativ nicht gut ist. Nicht gut. 2 verschiedene Konsolen und ein Controller haben innerhalb von 3 Jahren den Geist aufgegeben. Das sollte nicht so sein. Ich habe 20 Jahre alte Konsolen und Controller rumliegen, die noch funktionieren. Also, wirklich. Aber viele Konsolen hatten auch in der Vergangenheit natürlich schon so ihre Wehwehchen. So ist es ja nicht. Keine Konsole ist perfekt oder nur wenige sind perfekt. Die Dreamcast habe ich ja eh schon erwähnt, bei der ist das Laufwerk halt wirklich ständig kaputt gegangen. Riesen Laufwerkprobleme. Die Xbox 360 hatte ihren Ring of Death. Und Nintendo 64 Controller hatte ich tatsächlich auch. Oder war es GameCube? Ich glaube, es waren die Schultertasten vom GameCube. Ja, die GameCube-Schultertasten, da hatte ich auch einen relativ hohen Verschleiß. Na, so Schwachstellen gibt es öfter. Das hat sich jetzt bei mir bei der PlayStation 5 schon sehr gehäuft. Nervt mich schon ziemlich. Ich sag's euch, wie es ist. Aber gut. Okay, Leute, dann machen wir jetzt aber wirklich für heute Schluss. Oh, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich weiß jetzt gerade auswendig, ehrlich gesagt, nicht mal mehr, wo ich jetzt eigentlich dieses Schlangending einsetze. Was macht denn das? 6-Inch... Ach so, ah ja, aber wir haben auf jeden Fall die beiden roten Edelsteine, ne? Das auf jeden Fall. Genau. Okay, naja, gut, Leute. Danke fürs Dabeisein. Hat mich sehr gefreut. Ich speichere jetzt hier an der Stelle ein Quicksave. Dann können wir genau hier im Stream weitermachen. Bis Dienstag 18 Uhr dann. Wenn ihr das Video bis hierher geguckt habt, seid ihr ziemlich awesome und die coolsten. Und dann schreibt bitte in den Chat, ich bin der Beste. Weil ihr habt verdient. Ihr seid das wirklich. Oder die Beste. Je nachdem. Macht's gut. Bis dann. Bis live. Hoffentlich dann am Dienstag auf Twitch oder hier auf YouTube. Beziehungsweise auf dem Hauptkanal auf YouTube. Tschüssi.